Es geht ab. Es geht. Wir essen draußen, aber ich zeige euch kurz die Location. So, wir haben mal nachgefragt. Ich habe das nämlich nur online gesehen und auf der Karte steht es noch nicht. Aber klar, also kann sich einfach in jeder Filiale für einen extra Burger, der neu ist, jetzt alle Karten ändern. Bestell, wie du willst, Bro. Gönn dir. Zerstör uns. Kein Problem. Okay. An sich solider Laden. Die sind auch krass abgegangen. Also ich weiß noch, früher hatten die eine Filiale und jetzt haben die München eigentlich erobert. Also jetzt haben die, glaube ich, 15 Filialen oder so. Die mäßig beeindruckt vom Eistee. Der Eistee wurde uns krass gehypt. Probier du mal. Also ich habe jetzt ganz wenig nur probiert. Ja. Yeah. Ich habe jetzt nicht so viel geschmeckt. Okay. Doch. Das ist gut, gut, ey. Ja, es gibt Smash, es gibt. Oh, perfekt für das Video. Ihr wisst, es ist immer so eine Wissenschaft für sich bei uns. Bist du das Optimale hier? 98. Okay, dann nehmen wir zwei Smashburger. Ja. Ja. Wir haben hier. Machen wir später. Neo Taste. Okay, machen wir später. Und die Pommes? Pommes, ja. Ja. Kein Problem da. Okay, also. Alle anderen gibt es ein Double außer den Smash. Okay, dann nehmen wir den Unnecessary Burger, ja. Double. Oh mein Gott. Das schaut gut aus. Sieht gut aus, ja. Auf jeden Fall besser als Ding. Peter Pane. Das war jetzt nicht schwer. Aber ich muss sagen, Peter Pan hat bei weitem stärkere Drinks. Ja, aber das war auch das Einzige. Die müssen eigentlich fusionieren. Burger von Burger aus, Drinks von Peter Pane. Das wäre krank. Okay, let's go, oder? Gönn dir, ja. Das ist der Smash, ja. Bin mir unter Beobachtung. Ist gut. Der von, wo ich Andere war. Smash? Das Smash ist immer noch mit Abstand. Ja, klar, die fokussieren sich auf. Das ist ja hier ein Burger von 20 oder so. Anke Smash ist halt full focus. Aber besser als Peter Pan. Ja, schon mal. Die geizen hier nicht mit Fleisch. Ja. Da ist Fleisch drin. Ja. Mmh. Ein Ticken weniger Soße vielleicht. Ja. Kann ich bestätigen? Ja. Aber insgesamt komplett solide. Der ist solide. Ja. Auf jeden Fall. Mmh. Ja, der ist schon von vornherein schon doppelt. Was gut ist. Dafür, dass er doppelt ist und nur 8 irgendwas kostet, ist voll in Ordnung. Super. Teilleistung. Ja. Der war Peter Pane, haben wir einen McDonald's Patty bekommen vom Cheeseburger für auch 8,99 €. Korrekt. Ja. Schuss gegen Peter Pane. Oh mein Gott, ich habe gestern ein Ding gesehen, Ivan. Er kommt halt bei mir vorbei. Yu-Gi-Oh! Spielen. Ja. Ich habe ihn auch endlang nicht mehr gesehen, deswegen. So generell halt, dass man. Was hast du denn gesehen? So ein Food Festival. Mm. Ich war da jetzt schon das dritte Mal, deswegen, ich habe sozusagen schon durchgespielt, kannte schon alles. Ah. Da war nicht mehr viel, was ich nicht mehr kannte, aber an sich ist das sehr solide dort. Gibt es was, was du empfehlen musst, wo ich hin muss? Argentinische Steak Sandwiches. Argentinische Steak Sandwiches, Junge. Die sind sehr gut, ja. Und der Frieger, der frittierte Burger. Boah, der ist krass. Auch gut. Der ist auch. Und einzigartig, kriegst du sonst irgendwo. Den kann ich empfehlen. Was ist das? Das ist so ein normaler Burger, mhm. Aber statt Burger Patty hast du so einen Teigmantel voll umrandet und dann wird er frittiert. Crazy. Das ist crazy. Einzigartig. Ja. Mhm. Nur Aufnahme. Nur Aufnahme. Okay, wie heißt das? Super saftig. Super saftig. Zähl mal rein. Ich bin noch klein, ich bin aufstreben. Aufstreben sind wir, Leute. Wie kann man essen hier, Leute? Steht nicht auf der Karte, aber ganz arg. Oh,
von den Pommes. Die sind gut. Schauen wir doch mal. Oh mein Gott, super saftig. Zu viel Saft kommt da raus. Der war gut. Der war gut, sagt Demi. Ich meine schon vernichtet. Also Smashburger, dies, das, geil. Aber manchmal hast du auch so Bock auf so einen fetten Burger mit so richtig fettem Fleisch. Mhm. So ein befriedigender Burger. Diese rohe Zwiebel kommt irgendwie geil. Ich sag mal, wenn es dann den Pump erreicht und sagen wir mal, es geht auf 5 bis 7 X, wird es über einen Tagezeitraum so bleiben? Also nicht gleich stundenweise und dann, okay. Wie viel würdest du verkaufen? Beziehungsweise, wenn es auf 7 geht und du siehst, die Kurve geht nach oben, verkaufst du alles oder verkaufst du dann einen Teil nur? Teil, gell? Okay, Leute, wir wollten das System dribbeln und versuchen ja immer so viel Plus wie möglich auszuholen. Aber diesmal haben wir das nicht gut überlegt. Wir dachten, okay, ich bestelle zwei Dinger, zwei Burger, einer von denen ist umsonst. Er bestellt zwei Burger, einer von denen ist umsonst. Aber dadurch, dass wir einen Tisch waren und vier Burger hatten, wurden einfach die von den vier Burgern die zwei billigsten uns gut geschrieben. Das heißt, wir haben nicht maximal Plus rausgeholt. Aber war okay, die waren nett, die waren cool drauf, ja, Essen war lecker. Hat schon alles gepasst, ja. Kann man machen. Ja. Kann man auf jeden Fall eine positive Bewertung da lassen. Und wir haben trotzdem jeweils einen Burger umsonst. Also. Ja. Wir sind im Regen gefangen, Leute. Yo, was geht, Leute? Noch ein Smashburger. Letztes, was ihr gesehen habt, war, glaube ich, mit Dimi bei Burger House. Das ist so eine Kette Filiale hier in München. Und die haben jetzt neue Smashburger gehabt. Und es gibt hier noch eine Kette Filiale, die jetzt auch neu Smashburger hat. Hard Rock Café. Okay, ich weiß nicht, ob es neu ist, aber ich habe es neu entdeckt. Schaut's, Leute. Smashed. Chiii. Junge. Digga, der Burger ist so teuer, ich überlege gerade nicht reinzugehen. So, hier waren wir schon mal essen. Da ging es uns aber ein bisschen besser. Da war ich mit Barisch und Dimi. Hatten wir immer so unter der Woche einen Tag, wo wir immer was gegessen haben. Das waren gute Zeiten. Aber wild hier. Let's go. Alter, wenigstens Pommes dabei. Ich schwöre, ich dachte 21, 22 Euro nur für Burger. Aber immerhin gibt es wenigstens Pommes. Ausgepackt, Leute. Ja. Sieht jetzt nicht überwältigend aus. Saure Gurke liegt einfach so rum. Lange, fette Pommes, Mann. Das Ganze hier habe ich schon mehrere Videos gedreht, wo ich Sachen gegessen habe, bevor Food Content. Auch diesen krassen Wagyu-Burger von Togo Nakamura, irgendein Sternekoch mit Tati zusammen. Okay, Leute, glaubt ihr, der kann was? Oh, das ist katastrophal. Das ist voll hart, Mann. Erster Bissen schmeckt wie McDonald's. Im Nachgang stärker, besseres Aroma, mehr Power als McDonald's.
voll hart, das Fleisch, man. Gar nicht saftig und weich und geschmeidig. Nichts Weltbewegendes, vor allem nicht für den Preis. Größe, naja. Weiß nicht. Würdet ihr das als Smash bezeichnen? Ist halt flach, ja? Aber null Kruste, nichts. Oh, für mich ist das ein bisschen besser als McDonald's Burger. Ich trauere meinem Geld hinterher. Ja, das Fleisch ist so trocken. Null Saft. Er könnte auch von Maggi sein. Wirklich, von konsistent Fleisch. Brot. Kann gar nichts. Was ist das, Mann? Ansage gegen Hardrock Café. Was ist das für ein Schmutz? Enttäuscht, oder? Da hätte ich auch diesen neuen Riesenburger von McDonald's essen können. Dieser The Big M oder so. Also Pommes, okay. Zwei Smashburger in München. Beide? Ah ne, nicht beide solide. Burgerhaus ist solide, aber die haben auch allgemein solide Burger. Und Hard Rock Café anders überteuert. Ich blende hier mal mein Ranking ein. Schon länger nicht mehr gemacht. Burgerhaus solide auf Platz 6 mit 7 von 10. Und Hard Rock auf Platz 9 mit 3 von 10. Und bei Preis-Leistung müsste ich ihn eigentlich auf Platz 10 tun. Mit 2 von 10. Na, ich ändere es nochmal. Das war's von mir. Ich habe bald alle Smashburger in München. Fehlen nicht mehr viele. Ihr wisst Bescheid, wie man liken, subscribe, kommentieren. Danach vielleicht Chicken Burger oder so. Folgt mir auf Instagram, TikTok und nicht aktiv Zeit-Kanal. See you business und ciao.